die Spuren jüdischen Lebens der letzten 9 Jahrhunderte sind fast überall sichtbar. Sie haben in den Kernzentren der Städte und Gemeinden Spuren hinterlassen. Und das wollen wir Ihnen mit einer Ausstellung eindrucksvoll zeigen. Nachdem in vielen Regionen Mitteleuropas die jüdischen Gemeinden in der Shoah ausgelöscht wurden, sind jüdische Friedhöfe oftmals die einzigen verbliebenen Zeugen dafür, dass an den jeweiligen Orten jüdische Menschen gelebt und den Alltag mitgeprägt haben. Im dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte und der europäischen Geschichte wurde versucht, diese Spuren aus unserer Mitte vollständig zu löschen. Das ist nicht gelungen und wir wollen mit unserer Ausstellung einen Beitrag leisten, mit dem Haus der Ewigkeit Ihnen Einblicke in die jüdische Kultur über die Friedhöfe zu vermitteln. Nach letzten Zählungen aus dem Jahre 2016 gibt es in Deutschland heute rund 2000 jüdische Friedhöfe, jedoch nur auf etwa 110 werden heute Bestattungen vorgenommen. Mit unserer Ausstellung Haus der Ewigkeit zeigen wir Ihnen digital jüdisches Leben als Selbstverständlichkeit in unserer Mitte. Herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Aufmerksamkeit und an alle Sie gerichtet in diesen schwierigen Pandemiezeiten. Der jüdische Wunsch bleibt gesund.